So, das läuft schon. Jo. Ja, die Version ist wirklich brandneu, nämlich ungefähr 5 Stunden alt. Ich habe bis zuletzt noch mit einem neuen Feature gekämpft. Das große Problem von DVDs ist ja, sie sterben aus. Es gibt ja heute kaum noch Rechner mit DVD-Laufwerk. Wer hat denn noch eins? 2, 3, ah doch, die meisten. Ich habe auch keins mehr. Das mindestens einmal die Woche, ja. Na gut, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, DVD-Laufwerke sterben aus. Und da haben wir jetzt natürlich das Problem, die meisten Magazine, Linux-Magazin und Co., die können nur DVDs in ihr Heft machen, die aber heute kaum noch einer benutzen kann. Für den Download wiederum sind solche ISO-Images eigentlich auch praktisch, weil nur so viel drin ist, wie auch tatsächlich dann später gebrannt wird. Und das war für mich der Anlass, umzusteigen auf Hybrid-Boot inklusive UEFI-Support, was nicht heißt, dass man UEFI braucht, sondern es wird halt zusätzlich unterstützt. Ja, Kernel 4.12.7 ist der aktuelle Kern von der Version 8.1 für die Knoppix-Tage. Die CeBIT-Version war 8.0, ja, und folglich Knoppix-Tage 8.1. Sie ist noch nicht im Netz, da brauche ich noch ein bisschen Feedback von euch. Peer-Review, schauen, ob noch irgendwelche Bugs drauf sind. Und ein Feature muss ich noch ausgiebig auf verschiedenen Rechnern testen, das ist, dass er automatisch die letzte Partition auf dem USB-Stick vergrößert, wenn man das ISO direkt drauf geflasht hat. Dazu aber auch gleich mehr. 32-Bit und 64-Bit-Kernel ist wieder startbar. Man kann das per Boot-Option machen, Knoppix oder Knoppix 64. Sollte aber auch automatisch rausfinden, welche CPU drin ist und dann einfach mit dem jeweiligen Kernel booten. Bei 64-Bit hat man Unterstützung für, glaube ich, 2 Terabyte RAM oder so. Bei 32-Bit sind halt maximal 4 GB RAM ansprechbar, wovon man nur 3 tatsächlich als Hauptspeicher benutzen kann. Ja, eine UEFI-Version von SysLinux ist drauf mit einem Secure Pre-Boot-Loader. Der nennt sich loader.efi, ist von der Linux Foundation und Microsoft signiert worden. Leider bootet der auch nicht einfach so, sondern braucht nochmal eine Bestätigung. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Das ist also der im Secure-Boot-Modus dieser loader.efi auch gestartet werden darf. Da muss man eine Prüfsumme eintragen. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, aber zum Glück muss man es nur einmal machen. XORG 7.7, Kern 1.19.3 ist der aktuelle in Debian Unstable, den ich wieder genommen habe. Da sollten auch die neuen Treiber für Intel und AMD-Grafikkarten drin sein, die vom 4.12er Kernel jetzt auch unterstützt werden mit Hardwarebeschleunigung. Falls es Probleme gibt mit der 3D-Oberfläche, kann man wieder mit Node 3D starten oder falls eine Karte per Blacklist ausmaskiert wurde, dass sie nicht mit 3D startet, kann man explizit 3D anbieten, angeben und dann sollte der 3D-Desktop dort starten. Ja, Compiz ist auf Version 0.9.13 aus dem Git abgedatet worden. Systemd ist auch wieder dabei, weil es halt nicht mehr ohne geht in Debian. Sehr leidiges Thema. Allerdings läuft der nicht als Init-System. Nach wie vor werden nur einzelne Dienste von Systemd gestartet on demand, wenn bestimmte Programme die brauchen und darauf zugreifen. Das Init-System selber ist immer noch sys5init, weil ich das brauche, um meine Shell-Skripte am Anfang zu starten. LibreOffice 5.4.0 ist das aktuelle. GIMP 2.8.20, Chromium und Firefox. Firefox heißt ja seit einem Jahr auch wirklich Firefox. Version 56 und hier steht Auslaufmodell. Ja, das ist eine etwas leidige Sache, mit der ich mich vor ein paar Monaten während der CeBIT rumschlagen musste, als mir einige berichtet haben, dass man mit Firefox kein YouTube mehr abspielen kann. Zumindest hört man nichts. So, das ist dieser Bug 1345661, Pulse Audio Requirement Breaks Firefox on ALSA Only Systems.
Jetzt muss man ein bisschen was über ALSA erzählen. Advanced Linux Sound Architecture, das ist das Soundsystem von Linux, was verschiedene Soundkarten mit Mixen, mit Aufnahmen und so weiter unterstützt. Das hat jeder Rechner drauf, sonst gäbe es keinen Ton. Zusätzlich zu ALSA gibt es unter verschiedenen Distributionen noch einen Puls-Audio-Dienst. Den gibt es in zwei Varianten. Einmal als Server mit der Idee, dass man zum Beispiel auf einem Backbone-Rechner arbeitet, aber ein lokales Display hat, und wenn man Sound abspielt auf dem Serverrechner, dann kommt der halt übers Netzwerk rüber und wird über den Puls-Audio-Daemon auf dem lokalen Display abgespielt. Das ist ein Szenario, was nicht so häufig vorkommt. Dieser Puls-Audio-Server hat einen gravierenden Nachteil: er blockiert gerne das lokale Sound-Device. Dann hört man nur die Anwendung, die über Puls-Audio übertragen wird, aber alles andere wird blockiert. Spiele laufen nimmer, die Sprachausgabe beim barrierefreien System hängt. Das ist ein bekannter Bug, und deswegen benutzen viele Linux-Distributionen diesen Puls-Audio-Server eben nicht, denn alle 9000 Applikationen, die hier drauf sind auf der DVD, kommen ohne Puls-Audio aus, mit einer neuen Ausnahme, nämlich dem Firefox. Das ist eine Designentscheidung gewesen, die hat das Mozilla Developer Team sich ausgedacht. Der Hintergrund ist, dass man den Firefox sicherer machen wollte. Das hat jetzt mit Sound erstmal nicht unmittelbar zu tun, sondern mit dem Zugriff auf Geräte. Bei einem Client-Server-System ist es so, dass man einen Netzwerksocket aufmacht. Ja, das gilt als ungefährlich, ja, weil man da die Rechte genau regeln kann, was übers Netz läuft. Und Geräte zu öffnen, also Dateien, das gilt als unsicher. Ja, und ALSA benutzt halt das Audiogerät, DEV-SND oder DEV-Audio oder DEV-PCM. Und das wollten die raushaben. Und wie man hier an den Aufschrei aus der Community sieht, der sich über etliche Seiten langzieht, bis irgendein Entwickler dann das Posten gesperrt hat, endete damit, dass das hier das Ergebnis war. Der Bug ist resolved, also erledigt, mit dem Resultat won't fix. Das heißt, es bleibt so, wie es ist. Sound wird nicht mehr unterstützt für ALSA-Only-Systeme. Man braucht also den Pulse Audio Server, ansonsten spielt Firefox keinen Ton mehr ab. Ja, jetzt ist auf Knoppix natürlich Pulse Audio drauf. Also die Libraries sind drauf, das Client-System ist drauf. Ich kann von Knoppix aus übers Netzwerk Pulse Audio streamen, aber es läuft der Pulse Audio Server nicht. Und deswegen gibt es diese völlig irreführende Meldung, wenn ich auf YouTube gehe und versuche ein Video abzuspielen. Kommt frecherweise hier oben auch noch so eine Meldung: zur Audio-Wiedergabe müssen Sie die eventuell benötigte Software Pulse Audio installieren. Ja, das kann man nachgucken, die ist installiert. Ja, die Libraries sind installiert, der Client ist installiert, nur der Audio, der Pulse Audio Server läuft nicht, denn ich möchte, dass meine anderen Programme alle noch Sound abspielen können. Ja, und das so wird es gemacht, ist auch nicht hilfreich. Also es ist für den Benutzer leider nicht transparent. Ist ab Firefox 52 so. Und das ist genau die Version, die zur CeBIT draufgekommen ist. Man muss ja auch immer mal updaten. Aus Sicherheitsgründen, ja, jetzt die Frage: wie löst man das Problem? Wie würdet ihr es lösen? Ja, das. Leider ist mir auch nichts anderes eingefallen. Also einige, ja, selbst kompilieren könnte man schon machen. Also der, noch ist der ALSA-Code drin, der wird nur defaultmäßig nicht mehr aktiviert. Grundsätzlich könnte man das also machen. Das hat einen gravierenden Nachteil. Die Knoppix-Versionen werden dann noch später, als sie ohnehin schon sind, weil ich jedes Mal den Firefox selber durchkompilieren muss, und irgendwann ist auch dieser alte Code für ALSA nicht mehr drin. Also ich habe beide noch drauf auf der Knoppix 8.1. Nur ist jetzt Firefox nicht mehr der Default-Browser, sondern Chromium. Das heißt, wenn man unten ins Menü klickt auf Browser, dann kommt der Chromium-Browser hoch. Da gab es schon auf der CeBIT viele, denen das nicht gefallen hat. Chromium ist zwar die Open-Source-Variante von Chrome, also ist kein proprietärer Code drin, keine geheimen Schlüssel und so, aber er telefoniert halt schon ganz gern nach Hause, und
auch wegen Cookies und so. Wenn man sich mit seinem Google-Account anmeldet, dann meldet dieser Browser ganz brav, auf welchen Webseiten man ist und was die Vorlieben sind, und so landet man dann schnell wieder in der Filterblase, obwohl es die Open-Source-Version ist. Andere Varianten, da gibt es noch einen Moonshine und ähnliche Browser, die sind aber nicht in Debian drin und das ist dann wieder Aufwand. Ja, also, ja? Opera ist nicht Open Source. Ja, darf ich, bitte? Den kenne ich nicht. Vivaldi. Das ist wichtig, dass es im Debian-Repository ist. Sonst muss ich es per Hand upgraden und das ist im Moment in Debian nicht dabei. Ja, also falls mal ein Browser daherkommt, der genauso gut ist wie Firefox, genauso verbreitet wie Chromium und dann noch in Debian-Repository landet, dann würde ich den als Default gerne nehmen. Aber bisher ist es halt Chromium. Und wenn man sich so die Verbreitungsstatistik anschaut, Browser Popularity, Browser Statistics, ja, dann sieht man, dass Firefox tatsächlich auf einen Platz 2 abgerutscht ist, aber mit deutlichem Unterschied zu Chrome und Chromium. Also 80% des Webs fast benutzt den Chrome-Browser. Das dürften auch die vielen Smartphones und Tablets sein. Insofern folge ich hier einem Trend, den ich vielleicht nicht unbedingt toll finde. Ich mag Firefox, aber die Entwickler haben mich hier dazu gezwungen, muss ich ganz klar sagen. Weil die vielen E-Mails beantworten, die sagen, dass der Ton in Knoppix nicht geht, das möchte ich nur auch nicht. Ja, dann hat gerade mal HTML5, JavaScript und so weiter, da ist halt Firefox und Chrome ganz vorne dabei und unterstützen halt auch Client-Server-Systeme, die komplett in JavaScript geschrieben sind. Gut, da musste ich also ein bisschen ausholen, um das zu erklären, ne, warum jetzt Chromium der Haupt Browser ist und Firefox nehme ich immer noch für Online-Banking, weil der halt die hervorragenden NoScript und Adblocker drin hat, aber Chromium wird standardmäßig zum Surfen verwendet. Ja, lx.de hat einen kleinen Patch drin, damit diese Meldung nicht erscheint, No Session ID, die kommt von dem Systemd, der ja nicht läuft. Insofern habe ich hier ein Programm noch gepatcht, dann haben wir KDE und GNOME wieder mit drauf. Im Moment totally untested, ja, also könnt ihr mal ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn man mal mit Knoppix Desktop gleich KDE oder Desktop gleich GNOME bootet, habe ich noch nicht testen können. Bisher habe ich nur lx.de gestartet. Wine Version 2.0, ja, einmal im Jahr brauche ich ja auch mal ein Windows-Programm für die Steuer. Geht unter, bitte? Mono kann man in Wine installieren, dann laufen die .NET Windows-Applikationen. Ich hatte die .NET Entwicklungsumgebung lange Zeit auch drauf, aber die funktioniert auch nicht mehr so, wie sie soll. Es ist jedes Mal viel Aufwand, die zu testen, deswegen habe ich sie im Moment nicht drauf. Die wichtigsten Mono-Libraries müssten aber dabei sein. Also mit Mono geschriebene Programme sollten laufen, nur die Entwicklungsumgebung ist nicht mehr dabei. Ja, und auch ein Thema für unseren Kurs ist ja KVM und QEMU. Der ist jetzt in der Version 2.8 drauf. Da hat sich ein bisschen was an der Netzwerkanbindung geändert. Die ist etwas komplexer geworden, aber funktioniert immer noch ganz hervorragend. Und wenn wir dann zu dem Thema kommen, dann zeige ich auch, wie man Raspberry Pi SD-Karten direkt auf einem Intel oder AMD-PC ansprechen und auch die Raspi-Programme direkt starten kann. Das geht auch mit dem QEMU. Und zwar ohne, dass ich ein virtuelles Raspi-System boote. Auf der zweiten, im zweiten Image drin, Knoppix hat ja traditionell immer mehrere Image, weil das erste mit den 4 GB passt nicht alles rein, was man gerne hätte. Ich mounte das mal. Ein Stick. Ja. Ja, da haben wir ein Knoppix, das ist ziemlich genau 4 GB groß, größere Dateien erlaubt, das ISO-File-System nur mit Erweiterungen, die dann wiederum von Windows nicht gelesen werden können. Das ist also ziemlich genau 4 GB und das zweite Image, das enthält dann größere Programme, die im ersten Image nicht unbedingt schon zum Booten gebraucht werden, die traditionell etwas voluminös sind und dazu gehören eben Blender,
FreeCAD, LibreCAD, Slicer, OpenSCAD ist auch noch mit dabei und andere, die ebenfalls bei der Knoppix mit dabei sind. Ja, der Electrum Bitcoin Client ist dabei zur Verwaltung von Bitcoin Wallets. Warum nicht der Bitcoin Core Client? Na, der Core Client will halt die ganzen 100 GB Blockchain erstmal runterladen, bevor man arbeiten kann. So große USB-Sticks haben wir mal leider nicht standardmäßig. Deswegen ist hier der Electrum drin, der macht das flotter. Da wird die Blockchain extern verwaltet über spezielle Electrum-Server. Und er merkt sich lokal nur die Blöcke, wo eigene Transaktionen drin sind. Ja, die Partitionierung hat sich geändert, eben aus diesem Grund, weil die DVD ja ausstirbt und die meisten jetzt eher von Flash oder SD-Karte oder Micro-SD booten wollen. Jetzt haben wir drei Partitionslayouts und die habe ich mal rauskopiert. Die sind auf dem Webserver unter Knoppix-Tage auch drauf. So. Das erste Partitionslayout ist es so wie früher. Ja, ein ISO 9660-Filesystem, keine Partitionen, Read-Only. Da sind die Boot-Dateien drin, die komprimierten Knoppix-Dateien. Dieses Ding würde aber nur von DVD oder CD laufen. Das ist das alte Image-Layout Version 7.x. Jetzt ist es beim ISO-Filesystem so, dass die vorderen 64 Kilobyte oder 32 Kilobyte... Haben wir das hier irgendwo drin? Offset Volume Descriptor, hier müsste er sein. Ja, irgendwo hier. Das eigentliche DVD-Image, das fängt relativ weit hinten an. Die ersten Bytes sind bei einem ISO-File-System meistens Nullen und da kann man einen Boot-Record reinmachen, also eine Partitionstabelle. Und dieses Feature kann man nutzen und das geht nur beim ISO-Filesystem. Andere Filesysteme brauchen in den ersten Blöcken andere Informationen. Das kann man hier dazu nutzen, um das zweite Layout zu erzeugen. Das ist nämlich auch ein ISO-Filesystem. Ja, genau das gleiche wie vorher, nur ist am Anfang noch eine Partitionstabelle mit drauf. Und in dieser Partitionstabelle kann ich nun weitere Partitionen definieren, die zum Beispiel die Dateien für UEFI-Boot enthalten. Und auch die Datenpartition, die auf einem USB-Stick ja dafür sorgt, dass ich ein Overlay habe, wo ich reinschreiben kann. Und dieses Layout ist das, was jetzt in dem ISO-Image zukünftig, also ab der Version 8, geliefert wird, wenn man es vom Webserver runterlädt. Ja, auf den Mirrors liegt dann ein ISO-Image, was aber dieses mittlere Hybrid-Format hat, wo auch Partitionen drin sind. Von DVD gebootet startet das wie immer, weil das ISO-File-System ist genau wie vorher. Nur, wenn man es auf einen USB-Stick einfach kopiert mit Copy oder DD, dann wird daraus ein partitionierter Stick mit einem Master-Boot-Record. Der Boot-Code ist also ganz am Anfang, der Sektor Nummer 0. Und die Datenpartition ist hier schon mit drin. Ja, die Datenpartition ist ja bei USB-Sticks so ein kleines Problem. Die sind ja unterschiedlich groß. Deswegen ist es so schwierig, Images für USB-Sticks zu verteilen. Die haben immer die falsche Größe, weil jeder USB-Stick hat eine andere Größe. Also ist in diesem ISO-Image nur der vordere Teil tatsächlich drin mit einer schreibbaren Partition von ziemlich genau 4 MB Größe. Das ist nicht viel natürlich. 4 MB kann man nicht viel mitmachen, aber der Bootcode, der in der indischen RAM-Disk drin ist, der sorgt dafür, wenn ein USB-Stick erkannt wird, auf dem dieses Image-Format drauf ist, dann macht er die letzte Partition größer. Er versucht es ohne Reboot. Ja, das hat bei der Version 8.0 besser geklappt als bei der vorletzten 8.1. Ich meine, in der aktuellen hätte ich es wieder hinbekommen, weil man eigentlich nach Änderung der Partitionstabelle dem Kernel sagen muss, was sich geändert hat. Und der verweigert, die neu einzulesen, wenn eine Partition schon gemountet ist. Und die erste Partition ist ja schon gemountet. Das sind nämlich die Partitionierungsprogramme drauf, die ich brauche, um die letzte Partition zu vergrößern. Ja, was ich dann gemacht habe, war, ich habe in der Initial RAM Disk nach Änderung der Partitionierung alle Partitionen wieder geumountet, dann nochmal das F-Disk, was in der RAM Disk drin ist, aufgerufen. Das liest dann die Partitionstabelle für den Kernel neu ein und dann wird wieder alles gemountet. Klingt umständlich, dauert aber nur 3 Sekunden länger. Und sorgt dann dafür, dass im besten Fall kein Reboot erfolgt und trotzdem die letzte Partition automatisch
auf die komplette Größe, die noch verfügbar ist auf dem USB-Stick, angepasst wird. Also eigentlich wäre das das beste Format, um sowohl DVDs als auch USB-Sticks bedienen zu können. Es hat aber noch einen kleinen Nachteil, das sieht man oben. Dieses ISO-File-System ist halt read-only. Anders geht es auch nicht, weil vorne dran ist ja die Partitionstabelle. Ich muss ISO-File-System nehmen. ISO-File-System unterstützt aber keine Schreiboperationen. Das liegt einfach am Aufbau. Da liegen die Dateien direkt ohne Lücke hintereinander. Es gibt so eine Art File-Allocation-Table, wo die alle drinstehen. Und das Einzige, was man machen könnte, um zu schreiben, wäre, dass man es noch nach hinten erweitert und dann so einen Zeiger, so einen Extend hinten anfügt, der sagt, auf der Partition gibt es noch weitere Dateien. Löschen wäre aber völlig unmöglich und Überschreiben von Dateien mit Dateinamenänderung wird auch nicht gehen. Das ist natürlich schon ein Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel Bootoptionen ändern will, weil die sind ja auf der ersten Partition drauf, von der gebootet wird. Das geht in diesem Format sehr schwer. Ja, was man machen könnte, wäre, man nimmt die Syslinux CFG und überschreibt diese Datei ohne Größenänderung. Deswegen sind da hinten an der Datei noch so ein paar Kommentarzeichen drin. Falls man die Bootoptionen vergrößert, dass man nicht die Datei vergrößern muss, um sie wieder schreiben zu können. Allerdings einen Editor zu finden, der das direkt on disk macht, ohne Vergrößerung, da kenne ich jetzt nur den Hex-Edit, der so ein bisschen unkomfortabel ist. Vielleicht müsste man dazu noch so ein kleines GUI schreiben, was die Boot-Optionen in diesem Read-Only-Teil verändern kann. Ja, das wäre was vielleicht für Knoppix 9.0 oder so, in der Read-Only-Partition Boot-Optionen zu verändern. Ja, der Workaround dafür ist das Format, was Flash Knoppix erzeugt. Das ist wiederum ein reines Disk-Format, also für Flash-Disk oder Festplatte. Das ist das, was wir früher auch schon hatten, wenn wir aus dem alten Image-Layout die Variante gemacht haben, die von USB-Stick läuft. Dort ist eine normale Partitionstabelle vorne. Die erste Partition ist ein FAT32-Dateisystem, was les- und schreibbar ist. Praktischerweise ist es auch genau das Dateisystem, was von dem UEFI-Bootloader verwendet wird, um seine EFI-Dateien zu laden. Da brauchen wir also gar nichts zu ändern. Und dahinter kommt dann eine Linux-Partition wieder mit Reiserfs über den kompletten freien Platz. Und das ist auch die Variante, die jetzt auf den USB-Sticks, die ich verteilt habe, drauf ist. Ja, zum Testen wäre natürlich die mittlere auch interessant gewesen, aber das ist halt, wenn man Boot-Optionen nicht ändern kann, nicht überschreiben kann, etwas schwierig. Gut, also diese drei Varianten haben wir jetzt und standardmäßig verteilt auf den Mirrors wird die mittlere. Es gibt noch eine Änderung zur 8.0er. Bei der 8.0er haben wir es Hybrid MBA, das müsste das hier sein. Ja, das kommt so ungefähr hin. Bei der 8.0er gab es einen normalen DOS Master Boot Record mit der traditionellen Partitionstabelle und noch einen GPT Boot Record in den weiteren 4 MB hinten dran. Auf der einen Seite geht es bei einigen BIOSen durchaus besser. Auf der anderen Seite, wenn man die letzte Partition vergrößert, dann überschreibt die Partitionstabelle, die bei GPT nochmal am Ende des Datenträgers sitzt. War also etwas ungünstig. In dem Moment, wo der Stick seine letzte Partition vergrößert hat, wurde quasi der Bootrekord ungültig. Und das hat zu einem ganz interessanten Fall geführt. Bevor die letzte Partition vergrößert wurde, war der Stick unter Windows auch normal lesbar. Man hat alle Dateien gefunden und so weiter. Und nach der Vergrößerung, da erschien er unter Windows immer leer. Und ich habe mich gefragt, wieso? Unter Linux kann ich den mounten, alle Dateien drauf, kann auch schreiben. Unter Windows wurde er als leer angezeigt, weil Windows offensichtlich, wenn da so eine GPT-Partitionstabelle drauf ist, die verwendet und auf gar keinen Fall den DOS-Master-Boot-Rekord. Und das Schlimme ist, die kriegt man auch gar nicht mehr so richtig weg, weil die liegt hinter dem MBA in den leeren 4 MB, wo dann die als nächstes irgendwann die Partition anfängt. Also müsste man den Stick erstmal nullen, um wieder eine DOS-Partitionstabelle anzulegen, damit Windows den als schreibbaren Datenträger erkennt.
Ja, zum Glück haben das nicht so viele gemacht. Also ein paar Beschwerden gab es schon. Knoppix macht meinen USB-Stick kaputt, anschließend ist er nicht mehr schreibbar und so. Aber das lässt sich dann relativ leicht unter Linux lösen. Wie man das unter Windows löst, weiß ich nicht. Also mit DD, die ersten 4 MB Nullen, hat die Sticks dann entsprechend repariert. So, Hybrid MBR, Knoppix zum Mastern. Dann kommen wir zum nächsten. Ja, wie in der 7.7er Version auch, ist wieder der TCP Stealth Patch drin, mit dem man offene Ports verstecken kann. Als Beispielprogramm, wo das gut funktioniert und auch eine der häufigsten Anwendungen, ist die SSH drauf, die diesen Patch ebenfalls unterstützt. Das heißt, ich kann bereits beim Aufbau einer TCP-Verbindung so eine Art Passwort verwenden, um die Verbindung zu initiieren. Und wenn das Passwort fehlt, dann sieht es so aus, als würde gar keine SSH auf dem entsprechenden System laufen. Das trägt man in der SSH-Config ein. Ich würde sagen, das Demo dazu, da müsste ich den Stick mal anbooten. Das mache ich auch mal. KVM. Ja, das wäre der einfachste Fall, das Stick zu booten. Bitte? Ja. Generell. Ja, dann passt allerdings auch ein bisschen weniger auf den Bildschirm. Das ist machbar. Monospace. Okay. So. Ja, das Kernel-Modul für den KVM und dann der KVM. 2 GB RAM bekommt er und soll direkt von DevSDB starten. Ja, also so sieht das aus, wenn Knoppix 8.1 sich meldet. Die Versionsnummern stimmen auch alle, das ist gut. Ja. Dann mal los. Ja, KVM reicht die 64-Bit-CPU, die hier drin ist, an das Gastsystem durch. Die Fehlermeldung von eben, dass die zweite Partition schon eine richtige Größe hat, die gefällt mir jetzt nicht. Also muss ich doch noch eine neue Version machen während der Knoppix-Tage, aber zumindest mal hat er das wohl erkannt, dass eine Linux-Partition noch mit drauf ist. So. Ja, für die Bilder habe ich tatsächlich ein Windows-Programm verwendet, aber ein Open-Source-Windows-Programm. Das heißt Apophysis. Und macht sehr schöne Fraktale. Ja. Habe ich leider nicht im Bin-Ordner drin, ist auf meinem anderen Rechner. Können wir uns aber beim Thema Wine später mal angucken. Ja, Apophysis macht Julia-Menge, Mandelbrot, Nebel, diese Dreiecksfraktale, weiß gar nicht, wie die heißen. Und man kann alle möglichen Farbgradienten noch einstellen. Und nach ungefähr 2 Stunden herumgeklicke, kam ich dann auf dieses Bild, was irgendwie so die Struktur im Chaos darstellen soll. Es könnte auch eine Schultafel sein, die man gewischt hat und wo irgendwo ein Teil übrig geblieben ist. Naja, gut, was wollte ich zeigen? TCP Stealth, genau. Es kann sein, dass ich jetzt vergessen habe, eine Netzwerkkarte anzugeben. Das sehen wir aber gleich. Config-A. Doch, wir haben eine Netzwerkkarte. Die ist sogar gesetzt. In der SSHD-Config haben wir hier unten
haben wir hier unten schon das TCP Stealth Secret drin stehen. Als Beispiel wird hier das Passwort 1234 genommen. etc init.dssh-start. So, der SSH-Server läuft. Wenn ich jetzt eine normale SSH-Verbindung aufnehmen würde zu Localhost, SSH Localhost, sollte er eigentlich... Oh, das sollte eigentlich nicht kommen. Er sollte Connection Refused sagen. Dann habe ich den TCP Stealth Patch noch nicht drin. Kommt gleich auf die Bugliste. Generell alle Bugs bitte melden. TCP Stealth nicht aktiv. TCP Stealth nicht aktiv. Fragezeichen. Eigentlich hätte Connection Refused kommen müssen und erst wenn ich das Passwort auch beim Client angebe, dann bekommt man einen Connect hin. Ist eigentlich ein relativ wichtiges Feature. So. Genau, da waren wir. Ja, das Peer Review. Biber konnte ich nicht ausprobieren. Hast du schon mal probiert, ob es geht? Nee, noch nicht. Ja. So, und dank dieses Hybrid-Formats ist es ab jetzt sehr einfach, aus dem Image, was man sich runterlädt, einen USB-Stick zu machen. Das wären die beiden Linux-Zeilen dafür, dd, if gleich image.iso, of gleich devsdb, also da, wo der USB-Stick drin steckt. Und mit copy geht es auch, auch mit cat könnte man das machen, cat image.iso. Ausgabe nach devsdb und unter Windows gibt es diesen Disk Image Writer, das ist ein Public Domain Programm, womit man Images von Festplatten oder USB-Sticks direkt auf Sticks schreiben kann. Das ist sozusagen die Windows-Variante von DD, die mit den ISO-Images von der Knoppix 8.1 auch zurechtkommen sollte. Die habe ich unter Wine allerdings noch nicht zum Laufen bekommen, deswegen kann ich das nicht vorführen. Ja, das Flash Knoppix, das kennen ja alle schon. Das ist die Variante, wie ich das Layout 3 erzeugen kann. Da hat sich jetzt nicht viel geändert gegenüber dem letzten Mal. Außer, na, wo ist es? Na gut, der Batch-Modus, der ist auch bekannt. Also den mache ich immer, wenn ich massenhaft USB-Sticks flashen möchte. Flash Knoppix -F. Für Force, dann kommen keine Abfragen. Minus MP heißt Modus mit Partitionen. Minus P 1900 würde 1,9 GB, also 1900 MB Platz für die schreibbare Partition lassen. Dann kommt das Gerät, wo ich was drauf speichern will. Dann kommt das ISO, was ich drauf schreiben will oder umgedreht. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Quelle Ziel, aber ich glaube, so rum geht es auch. Er nimmt das Block-Device für das Ziel und die Datei für die Quelle. Und wenn man das im Hintergrund startet, dann kann man tatsächlich, wie hier angegeben, 10 Sticks auf einmal schreiben. Das hängt vom USB-Bus ab, ob das, wie schnell das geht. Ja, nochmal zu Flash Knoppix. Da habe ich auch noch ein kleines Add-on. Das war jetzt aber keiner unserer 3D-Drucker, glaube ich. So, das Feature ist auch neu. Die Frage kam ja schon öfter, wenn ich eine eigene Knoppix machen will und Programme sehr häufig verwende, kann ich die nicht irgendwie in so ein komprimiertes Image reinmachen? Und der Prozess, das zu tun, ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Im Prinzip muss man nur das, was sich geändert hat gegenüber der Version auf dem Read-Only-Bereich, also die beiden komprimierten Images, die da drauf sind, alles, was sich gegenüber denen geändert hat, müsste man wieder in ein solches ISO-File-System reinbringen und anschließend komprimieren. In der Theorie. In der Praxis mache ich das ja aus einem System heraus, wo sich ständig was ändert.
Also eigentlich dürfte es nicht gehen, weil eine Datei, die sich ändert, in ISO reinzuschreiben, sollte schief gehen. Es geht trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber es ist gut. Man kann also im laufenden Betrieb alle Änderungen, die man durchgeführt hat, in ein solches komprimiertes Image reinschreiben und je nachdem, wie groß es ist, braucht man entsprechend viel RAM. Das komprimierte Image wird dann direkt in den Knoppix-Ordner hineinkopiert. Der erkennt also, dass es schon ein Knoppix 1, Knoppix 2, Knoppix 3 gibt und so. Dann macht er ein viertes dazu und das wird dann beim nächsten Booten als Overlay verwendet und enthält die Änderungen gegenüber dem Originalsystem. Ja, und das kann man natürlich auch später wieder rauslöschen, dann hat man wieder das System von vorher. Das ist eine Frage, die kommt beim Flash-Knoppix so ziemlich am Schluss. Wenn er erkennt, dass es sich etwas geändert hat am System und wir nicht, ja doch, von DVD geht es natürlich auch. Ich kann von DVD starten, vielleicht Knoppix starten, dann kommt diese Abfrage, ob die Änderungen mitgeschrieben werden sollen. Ein kleiner Sicherheitshinweis ist da oben noch, Warnung, dies beinhaltet auch Netzwerkeinstellungen, persönliche Daten, Bookmarks und eben auch gespeicherte Passwörter. Also wenn man sowas machen will, als Lehrer für die Schüler eine eigene Knoppix remastern mit diesem Feature, sollte man ein bisschen aufpassen, dass da nicht gerade persönliche Passwörter für Amazon-Bestellungen oder sowas im Browser gespeichert sind und die vorher löschen. Ja. Gut, und damit ist das Remastern von Knoppix auch etwas anwenderfreundlicher geworden. Und auch von Laien durchführbar, die keine so langen Kommandozeilen tippen wollen. Ja, weitere Features. Es gibt ein Programm namens Update Security. Ja, Linux-Kenner, Ubuntu-Kenner, die kennen das, man muss ständig Updates machen. Jeden Tag gibt es neue Programme, jeden Tag gibt es neue Updates. Update Security hat dieses Feature auch, aber das installiert nur sicherheitsrelevante Updates. Ansonsten wäre 99% der Software in Kürze veraltet, weil gerade bei Debian Unstable kommt ja jeden Tag eine neu kompilierte Variante, wo sich vielleicht nur in einer Hilfeseite was geändert hat und die würde dann auch installiert werden und Update Security macht nur die Dinge, die Libraries und Programme, die was mit Sicherheitsbugs beheben. Ja, und der UEFI Secure Bootloader ist auch mit drauf, der loader.efi, der auch bei eingeschaltetem Secure Boot das Booten von Knoppix erlaubt. Security beinhaltet das dann ein Update des Browsers auch? Oder? Ja, alles was aus Debian-Updates-Security kommt. Ja, da sind dann Browser-Updates drin, Netzwerk-Libraries, Netzwerk-Clients, ja, Browser ist dann sehr oft mit dabei. Gut, TCP Stealth nicht aktiv, muss ich mir angucken. Falls es noch eine neue Version gibt bis Samstag, flashe ich die natürlich auch gerne auf die Sticks mit drauf. Ja, das haben wir schon beim letzten Mal gehabt. Unter Windows einen USB-Stick als virtuelle Festplatte für VirtualBox benutzen, um es zu testen. Das ist noch vom letzten Mal übrig geblieben. Gut, das sind also die aktuellen Neuheiten von Knoppix und ich denke mal, die Variante, dass man das ISO direkt auf den Stick schreiben kann, wird das Überleben von Knoppix noch eine Weile sichern. Auch wenn die DVD-Laufwerke aussterben und bald niemand mehr so eine Scheibe lesen kann, dann kann man trotzdem die Images noch verwenden, um direkt USB-Sticks zu flashen.